Ja, ich darf Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Auch von meiner Seite heiße ich Sie zum Webinar das Winterhilfspaket bzw. das Winterstabilisierungsprogramm willkommen. Vor allen Dingen begrüße ich die Unternehmerinnen und Unternehmer an den PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, in den Büros zu Hause oder wenn Sie unterwegs sind. Und selbstverständlich begrüße ich auch meine Kolleginnen und Kollegen hier in der Kammer in Neubrandenburg, in der Kammer in Schwerin und in der IHK zu Rostock, weil Frau Gehlen hat es ja eben gerade schon gesagt, das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der drei Kammern und von daher geht mein besonderer Gruß an die Kolleginnen dort in Rostock und Schwerin. Ja, warum ist das eine gemeinsame Veranstaltung? Wir haben uns gedacht, das Winterpaket ist so wichtig, dass wir das alle gemeinsam vorstellen wollen. Aber bevor wir das Winterpaket bzw. das Winterstadt Programm vorstellen, möchte ich vielleicht auch mal zwei, drei Worte zu mir sagen. Also ich möchte mich auch vorstellen. Mein Name ist Volker Hirchert. Ich bin seit circa 11 Jahren oder etwas darüber in der Kammer tätig. Bin im Bereich Existenzgründungsförderung, Nachfolgeberatung tätig und hauptsächlich beschäftige ich mich mit Finanzierung und Fördermitteln, sodass die Unternehmer und Unternehmerinnen selbstverständlich immer hier anfragen können und auch dann hoffentlich die passende Antwort bekommen. Ja, was wollen wir mit dem Webinar bezwecken? Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat uns aktuell im Würgegriff und betrifft die Bereiche der Gesellschaft. Uns privat betrifft es die Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport sowie das Gesundheitswesen auch vor allen Dingen. Es ist wie ein Albtraum, den wir bereits im Frühjahr spürbar erleben mussten. Und damit die Pandemie eingedämmt wird, hat die Politik diverse Maßnahmen beschlossen und um die dramatischen Folgen für die Wirtschaft abzumildern, haben Bundes- und Landesregierung eine Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten beschlossen, die in einem sogenannten Winterhilfspaket verpackt und geschnürt worden sind. So, und über dieses Winterhilfspaket wollen wir eben heute informieren. Ich bitte eben um Verständnis, dass wir in diesem Webinar nicht auf die Beschlüsse der gestrigen Videokonferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder eingehen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, und da gucke ich jetzt mal rüber zu meiner Kollegin, dass wir hierüber wahrscheinlich auch in Kürze ein gesondertes Webinar entwickeln und auch anbieten werden, wahrscheinlich auch wieder mit den anderen beiden Kammern zusammen. Ich würde mich darüber freuen. Hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ich glaube nicht, nein. Heute jedoch konzentrieren wir uns auf das Winterhilfspaket. Und wenn ich sage wir, dann heißt es, dass ich mir oder dass wir uns kompetente Verstärkung ins Boot geholt haben. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben, ja, bevor wir anfangen wollen, möchte ich natürlich meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter begrüßen aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Landesförderinstitut und vor allen Dingen auch aus der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung. Insbesondere begrüße ich Herrn Niespeter Beck, der Referatsleiter für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft im Wirtschaftsministerium. Ich begrüße auch Frau Pottig vom Wirtschaftsministerium. Vielleicht, Frau Pottig, können Sie da auch noch gleich mal was dazu sagen, dass Sie sich vorstellen, bevor wir dann ins Referat gehen. Sie haben ja noch die Gäste, die illustren Referentinnen bei sich. Vielleicht sagen Sie mal ein paar Worte noch. Frau Pottig? Unser Mikro ist an. Frau Pottig, ich kann nicht verstehen. Wie gesagt, ich hatte. Ah, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, bevor wir ins Eingemachte gehen, beziehungsweise stellen Sie doch mal ganz kurz Ihre Mitstreiterin dort vor Ort vor. Ja, sehr gerne. Hören Sie mich jetzt, Herr Hilchert? Jetzt hören wir Sie sehr gut. Jawohl, jetzt. Wir sehen Sie. Dann Super. fange ich gerne nochmal an. Also mein Name ist Anne Kottig, ich bin Mitarbeiterin hier im Wirtschaftsministerium in der Abteilung 3, zuständig für die Technologie- und Wirtschaftsförderung, die Abteilung unter der Leitung von Klaus-Dieter Frey und bin Mitarbeiterin im Referat, hatten Sie schon gesagt, zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und arbeite. Deswegen sitzen wir heute hier zusammen mit in einer Projektgruppe zur Unterstützung der Wirtschaft während der Corona-Krise. Neben mir sitzt mein Referatsleiter, Nils-Peter Beck, der sich wahrscheinlich auch gleich noch mal kurz vorstellen wird. Und ansonsten haben wir hier am Tisch versammelt
aus den Bewilligungsstellen Frau Mark für den Bereich Veranstaltungswirtschaft, Herrn Möller für den Bereich Modernisierungsinvestitionen für Beherbergungsbetriebe, Frau Hedrich für die Überbrückungshilfe und Frau Peiser von der GSA für die Bestandteile Liquiditätshilfe und Neustartprämie. Super. Und? Ja, vielen Dank, Frau Kortig, vielen Dank, Herr Hirchert. Dann möchte ich auch ganz kurz das Wort ergreifen. Mein Name ist Nils-Peter Beck und leite das Referat Förderung der gewerblichen Wirtschaft. Und da sind die klassischen unternehmensbezogenen Förderprogramme drin vereint, wie Zuschussprogramme, aber auch Darlehen, Beteiligung und Bürgschaftsprogramme. Und ich bedanke mich nochmal bei den IHKs für die Idee, dass wir das Thema hier jetzt nochmal aufgreifen werden heute in diesem Webinar, was das Winterstabilisierungsprogramm der Landesregierung denn alles so an Ansätzen und Unterstützungsprogrammen in sich vereint. Wir haben auch ein großes Interesse daran, dass wir da viel Transparenz, viel Information in das Land hineintragen, gemeinsam mit den Verbänden und den Kammern, damit möglichst viele davon Kenntnis bekommen und dann auch davon profitieren können von diesen Programmen an der Stelle. Es ist auch richtig, Herr Hirchert, was Sie sagen, dass wir hier heute nicht über das Thema, was ganz aktuell ist, nämlich vom Bund angekündigt, ein Nothilfeprogramm für den November aufzustellen, sprechen. Sie können sich vorstellen, dass bis eben noch hier bei uns im Haus zu diesem Thema sehr viel gesprochen worden ist. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir heute noch am Nachmittag auch eine Telefonkonferenz mit dem Bund dazu haben würden. Der Bund hat diese aber kurzfristig abgesagt. Sonst hätte ich Ihnen auch gerne noch ganz kurz vielleicht das eine oder andere dazu erzählt, nur zur Information. Aber in der Tat ist es so, dass wir noch auf Informationen des Bundes warten an der Stelle, wie er sich konkret dieses Programm der Nothilfe für den Monat November vorstellt. Und insofern steigen wir ein in die Diskussion, in die Vorstellung des Winterhilfsprogramms und des Stabilisierungsprogramms der Landesregierung mit den verschiedenen Aspekten. Und wenn Sie einverstanden sind, dann würden wir in der Systematik, die wir dazu auch für uns aufgestellt haben, ganz kurz die Kolleginnen und Kollegen hier einführen lassen in die Grundzüge der jeweiligen Programmatik und um danach dann gerne auch Fragen dazu beantworten zu können. Ganz kurz, Herr Beck, vielen Dank für die Überleitung. Ich würde ganz gerne noch zwei, drei Worte nochmal sagen zum Ablauf des Seminars bzw. des Webinars. Wir haben uns das nämlich so vorgestellt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da draußen. Wir haben ungefähr 60 Minuten veranschlagt. Ich glaube, es hat keiner was dagegen, wenn wir noch 5 Minuten drauflegen, wenn es zu viele Fragen gibt. Wir können möglicherweise nicht alle Fragen beantworten, die würden wir aber dann mitnehmen, würden wir uns aufschreiben als Hausaufgaben und dann würden wir die im Nachhinein, zumindest die Antworten im Nachhinein, nachreichen. Vielleicht noch der Hinweis, Frau Gehl hat es auch schon gesagt, ich möchte auch noch mal darum bitten, dass die Mikrofone alle ausgeschaltet werden, wenn Fragen gestellt werden am Ende der ganzen Vorträge. Wir haben uns vorgesehen, dass wir erst alle Vorträge uns anhören und im Anschluss daran die Fragen gestellt werden können, die Diskussion geführt werden kann. Und gerne benutzen Sie auch den Chat, aber bis dahin lassen Sie bitte die Mikrofone aus, damit wir hier nicht von Zwischengeräuschen gestört werden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt würde ich einfach sagen, Frau Pottich, übergebe ich locker flockig an Sie weiter und Sie sind an der Reihe. Ja, vielen Dank, Herr Hirschert. Dann würde ich, wie besprochen, das Programm kurz einordnen und einen ganz kurzen Überblick über die einzelnen Bestandteile geben, bevor dann die Kollegen von den Bewilligungsstellen zu ihrem jeweiligen Teil, den sie an ihrer Bewilligungsstelle betreuen und umsetzen, vortragen. Und die Einordnung des Winterstabilisierungsprogramms. Es reiht sich ein in eine Liste an Maßnahmen von Bund und Land, die hier im Land seit Ausbruch der Pandemie umgesetzt wurden. Die bekannten sind die Soforthilfe, die rückzahlbare Liquiditätshilfe, die Azubi-Hilfe, die Überbrückungshilfe 1 oder auch die Neustartprämie. Und mit den Maßnahmen ist ja viel erreicht worden. Die haben dazu beigetragen, dass die unmittelbare Existenzbedrohung für viele Unternehmen abgewendet werden konnte. Und insbesondere auch die intensive Nutzung des Instruments der Kurzarbeit hat auch eine große Anzahl von Entlassungen vermeiden können bisher. Und in einigen Branchen dauern aber eben die Einnahmeverluste an und das Pandemiegeschehen nimmt, wie wir
jetzt immer wieder sehen, an Fahrt auf und damit auch, wie wir seit gestern wissen, die Einschränkungen zur Eindämmung. Und insofern brauchen wir einfach weitere Maßnahmen. Und solche weiteren Maßnahmen für die nächsten Monate sind eben im Winterstabilisierungsprogramm enthalten. Sie reichen von der Unterstützung bei der Finanzierung der laufenden Ausgaben als wichtigste Aufgabe sicherlich, über die Abmilderung der Belastungen für die Beschäftigten, wenn wir an die Kurzarbeit als Instrument denken, bis zu besonderer Unterstützung für besonders betroffene Branchen. Da ist das Beherbergungsgewerbe und es ist die Veranstaltungswirtschaft. Und durch die 5 Teile, die sich daraus ergeben, würde ich jetzt kurz durchführen. Oberste Priorität hat die Sicherung der Finanzierung der laufenden Ausgaben, weil, das brauche ich Ihnen als Unternehmer ja nicht zu erklären, das wissen Sie besser als wir, dass die betrieblichen Ausgaben fortlaufen und dass die Einschränkungen, die Sie in Ihrem Geschäftsbetrieb jetzt erfahren, einfach Ihre Existenz bedrohen. Zentrales Unterstützungsinstrument war dort die Soforthilfe 1 und die Überbrückungshilfe 1 und es ist jetzt die Überbrückungshilfe 2 für die Monate September bis Dezember. Und mit der Überbrückungshilfe 2 gewährt der Bund Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten in eben diesen Monaten, September bis Dezember, erstattet werden, je nach Höhe des Umsatzrückgangs. Auch das ist Ihnen aus den vorausgegangenen Projektphasen bekannt. Fixkosten in diesem Fall bis zu 90%, maximal 50.000 Euro pro Monat. Bewilligungsstelle ist, wie für die Soforthilfe und die Überbrückungshilfe 1, das Landesförderinstitut. Die Überbrückungshilfe 2 hat bessere Bedingungen, als es die Überbrückungshilfe 1 hatte. Der Zugang ist leichter und die Unterstützung ist höher. Keine Verbesserungen gegeben hat es leider bei den erstattungsfähigen Kosten. Die erstattungsfähigen Kosten in der Überbrückungshilfe 2 sind definiert und nach wie vor gehören Personalkosten und Tilgungen nicht dazu. Deswegen reicht aus unserer Sicht die Überbrückungshilfe 2 des Bundes nicht aus und das Land ergänzt an diesen Stellen und erstattet Personalkosten mit monatlichen Festbeträgen und erstattet anteilig Tilgungen und Leasingraten, wenn diese einen besonders hohen Anteil an den laufenden Ausgaben ausmachen. Bewilligungsstelle ist, wie gesagt, das Landesförderinstitut und Frau Hedrich wird dann nachher noch das eine oder andere Nähere zum Programm erzählen. Neben den Zuschüssen aus der Überbrückungshilfe 2 sind Darlehen ein wichtiges Instrument zur Finanzierung der laufenden betrieblichen Ausgaben. Hier hatte das Land für den Zeitraum April bis September schon einmal ein Programm aufgelegt, die sogenannte rückzahlbare Liquiditätshilfe. Das ist gut in Anspruch genommen worden und das Programm wird jetzt neu aufgelegt bis zum Zeitraum 31. März 2021, sodass Unternehmen, die zur Finanzierung ihrer betrieblichen Ausgaben von Oktober bis März noch Bedarf haben, diesen hieraus noch decken können. Vergeben wurden Zuschüsse und werden Zuschüsse bis zu 200.000 Euro, wobei die erste Phase, die wir hatten, anzurechnen ist. Also insgesamt kann jedes Unternehmen an rückzahlbarer Corona-Liquiditätshilfe, das die Kriterien erfüllt, bis zu 200.000 Euro beantragen. Bewilligungsstelle ist die GSA weiterhin. Frau Peiser wird das Programm kurz näher vorstellen. Wir hatten kurz gesprochen über die Bedeutung der Kurzarbeit zur Sicherung der Existenz der Unternehmen im Moment. Die Kurzarbeit führt für die Beschäftigten natürlich zu Einkommensverlusten, die durch das Kurzarbeitergeld nur zum Teil ausgeglichen werden. Dafür hat das Land die Neustartprämie aufgelegt. Im Rahmen des Programms beteiligt sich das Land mit Festbeträgen an Sonderzahlungen, die Unternehmen ihren in besonderem Umfang von Kurzarbeit Beschäftigten zum Ausgleich der Belastungen zahlen. Die Höhe richtet sich dabei nach der Dauer der Kurzarbeit und beträgt bis zu 700 Euro. Das war begrenzt zunächst bis September 2020. Und da die Kurzarbeit, da die Wirtschaft längere Zeit auf das Instrument Kurzarbeit angewiesen sein wird, verlängert die Landesregierung den zeitlichen Rahmen für diese Prämie bis zum 31. März 2021, sodass mehr Beschäftigte Zugang erhalten und die volle Prämie Beschäftigten noch mit einem Eintritt in die Kurzarbeit bis zum Oktober 2020 gewährt werden kann. Zuständig auch für dieses Programm ist die GSA. Auch darauf wird Frau Peiser kurz eingehen. Neben der Unterstützung
Ausgaben und den Maßnahmen zur Abmilderung der Belastung für die Beschäftigten richtet sich das Winterstabilisierungsprogramm auch an die besonders betroffenen Branchen. Da hatte ich genannt das Beherbergungsgewerbe und die Veranstaltungswirtschaft. Im Bereich Beherbergungsgewerbe fehlen aufgrund der Einnahmeausfälle regelmäßig Mittel, um Investitionen in die Modernisierung vorzunehmen, die erforderlich sind, um die Wettbewerbsposition des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. Um hier zu unterstützen, hat das Land ein Investitionsprogramm aufgelegt. Gefördert werden Investitionen zur Qualitätsverbesserung der Ausstattung und des Angebots. Es werden außerdem gefördert Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Klimafreundlichkeit. Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sind ausgeschlossen. Die Fördersätze sind gestaffelt nach der Größe des Betriebs und betragen 50% für kleine, 40% für mittlere und 30% für große Unternehmen. Und es ist ein Programm, das im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur umgesetzt wird, sodass Bewilligungsstelle hier, wie auch für die GRW, das Landesförderinstitut ist. Herr Möller wird das Programm kurz vorstellen. Und der fünfte Bereich, den ich bereits angesprochen hatte, ist der Bereich der Veranstaltungswirtschaft, die ebenfalls zu den besonders betroffenen Branchen zählt und hier besondere Unterstützung benötigt, damit Planungen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung nicht zum Erliegen kommen, weil man nicht sicher sein kann, dass sie durchgeführt werden kann und damit Veranstaltungen auch unter Corona-Bedingungen sicher und wirtschaftlich sein können. Und dieses Programm besteht entsprechend aus verschiedenen Bestandteilen, die eben diesem Gedanken der Absicherung Rechnung tragen und auch der Ermöglichung der wirtschaftlichen Durchführung, der sicheren Durchführung. Es richtet sich zum einen an große Veranstaltungen, die eben weiterhin geplant werden können sollen. Das sind Traditionsveranstaltungen, Volksfeste und Märkte im Sinne der Gewerbeordnung, die, wenn sie pandemiebedingt abgesagt werden, nicht zum Schaden der Veranstalter führen sollen, sodass das Land also an der Stelle die Vorleistungen, die der Veranstalter für die Planung, für die Organisation, für dieses Volksfest oder für diesen Markt sozusagen geleistet hat, anteilig erstattet bekommt in Höhe von bis zu 95%, wenn die Veranstaltung dann pandemiebedingt abgesagt werden muss. Gleiches gilt für Musikfestivals von kommerziellen Veranstalterinnen und Veranstaltern mit überregionaler Bedeutung. Umfasst sind Veranstaltungen mit Termin bis zum 30. September 2021 und für beide Programmteile gibt es Positivlisten, auf denen die Veranstaltungen indikativ aufgezählt sind, die von diesem Programm profitieren können. Im zweiten Bereich, den ich angesprochen hatte, um es zu ermöglichen, dass Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können, spielen technische Ausstattung eine große Rolle. Da denken wir zum Beispiel an Crowdmanagement-Systeme und da möchten wir Veranstalterinnen und Veranstalter, aber auch Kultureinrichtungen, die auch im Rahmen des Programms gefördert werden, Live-Spielstätten als Kultureinrichtung unterstützen und fördern die Anschaffung entsprechender technischer Ausstattung mit bis zu 75%. Live-Spielstätten, die ich gerade schon angesprochen hatte, haben aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie häufig eingeschränkte Kapazitäten. Das ist der dritte Bestandteil des Programms, um auch bei diesen eingeschränkten Kapazitäten Live-Veranstaltungen wirtschaftlich durchführen zu können, beteiligt sich das Land an den veranstaltungsbedingten Sachausgaben. Im Fokus stehen hier oder von der Förderung umfasst sind Live-Spielstätten, in denen regelmäßig Live-Veranstaltungen durchgeführt werden. Das sind Live-Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, also Formen der Kleinkunst. Voraussetzung ist, dass diese Live-Spielstätten mindestens 12 dieser Veranstaltungen im Jahr 2019 durchgeführt haben. Außerdem profitieren von dem Programm können Diskotheken und Tanzlokale, wenn sie Live-Veranstaltungen in diesem Sinne durchführen.
Und schließlich der vierte Teil dieses Programms Veranstaltungswirtschaft sind die Hilfen für Freilufttheater mit überregionaler Bedeutung. Hier können kommerzielle Betreiberinnen und Betreiber für die Unterstützung für den Spielbetrieb 2021 erhalten. Dabei handelt es sich um Einzelfallhilfen, die dann zu beantragen sind. Auch hier eingeschlossen sind Veranstaltungen bis einschließlich 30. September 2021. Bewilligungsstelle für diesen Bereich Veranstaltungswirtschaft in das Landesförderinstitut und deshalb haben wir Frau Mark zur Verstärkung dabei. Soweit zum Programm, zu den einzelnen Bestandteilen. Vielen Dank, Frau Kottig, ganz herzlichen Dank. Ja, wenn Sie der Meinung sind, wir wollen das jetzt weiterleiten, wir gehen im Detail mit den einzelnen Programmen, okay. Dann schlage ich vor, machen wir das gerne. Und dann beginnen mit der Überbrückungshilfe Frau Hedwig. Wer hat eine Frage? Möchten Sie kurz Ihr Mikro anmachen und eine Frage stellen? Sie können aber auch gerne im Chat schreiben. Es herrscht Ruhe, machen wir weiter. Schön. Wir machen weiter, genau. Die Fragen dann am Ende. Wie sieht es mit dem Reisebus aus? Na dann. Also Überbrückungshilfe 2. Das ist ja das Anschlussprogramm zur Überbrückungshilfe 1. Bei der Überbrückungshilfe 1 sind bis jetzt 1.300 Unternehmen begünstigt worden. Wir sind mit der Bearbeitung schon sehr weit fortgeschritten, sodass wir auch tatsächlich dann in die Bearbeitung der Überbrückungshilfe 2 einsteigen können. Seit dem 21. Oktober können Anträge gestellt werden. Das Besondere bei der Überbrückungshilfe 2 ist, dass die Anträge nur über Steuerberater wie bei der Überbrückungshilfe 1 gestellt werden können. Das ist ganz wichtig, weil die Steuerberater nur die Antragsberechtigten sind mit den Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten. Wir kriegen immer wieder Anfragen, ob man auch einen Antrag stellen kann ohne Steuerberater. Das ist leider nicht möglich. Es ist zwingend, das bundeseinheitliche Softwareprogramm zu nutzen. Und das Gute jetzt an der Überbrückungshilfe 2 ist, dass die Eingangshürden sehr herabgesetzt wurden. Ich habe schon auf der Seite der IHK Neubrandenburg gesehen, dass ein Umsatzrechner bereitgestellt wurde, um schon mal für Unternehmer den Test sozusagen durchzulaufen, ob man die Eingangshürden erreicht. Das fand ich ganz gut. Ich hätte das gerne am Ende gesagt, aber okay, jetzt ist die vom Eis. Genau, und zwar ist es ja so, dass der Umsatzeinbruch mindestens 50% in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August sein kann oder ein Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Durchschnitt in den Monaten April bis August. Dann, wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann man den Antrag praktisch ausfüllen, der Steuerberater und alle notwendigen Angaben machen. Es werden bis zu die Leistungsmonate September bis Dezember ist es so, dass man einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% haben muss, um in die Erstattung von Fixkosten zu kommen. Und die Kategorien der Fixkosten sind sehr eingeschränkt, also vorgeschrieben gibt es 14 Kategorien. Wir haben die notwendigen Informationen, FAQs, auf unserer Homepage bereitgestellt, lfi-mv.de, da kann man auch nochmal nachschlagen. Generell ist es für uns als Bewilligungsstelle so, dass die Vorgaben zu den erstattungsfähigen Fixkosten vom Bund gemacht werden. Da finden regelmäßig auch Austausche statt, sodass der Bund praktisch die Informationen auch an die Länder verteilt und auch an die Kammern, Steuerberaterkammern und so weiter, sodass der Unternehmer, der Ansprechpartner für den Unternehmer ist generell der Steuerberater, der den Antrag stellen muss, weil er muss auch sicherstellen, dass die Angaben, die gemacht werden in den Anträgen, die richtigen sind. Soll ein bisschen zur Qualitätssicherung zur Qualitätssicherung dienen. Und das ist für uns dann auch leichter, die Anträge zu bearbeiten und zu prüfen. Das funktioniert jetzt in der Überbrückungshilfe auch sehr gut. Steuerberater, die Anträge, die wir bekommen haben, sind gut durchgelaufen. Und wir hoffen, dass das bei der Überbrückungshilfe 2 jetzt auch so kommt. Wir gehen von einer höheren aus und wollen natürlich schützen. Wir sind mit dann so schnell wie möglich
die Anträge, die reinkommen, zu prüfen, wenn das System steht. Vielleicht nochmal zur Erklärung für alle. Das System an sich ist bundeseinheitlich. Der Steuerberater stellt seinen Antrag in einem Antragssystem. Und wenn der Antrag vollständig ausgefüllt wird, wird er in ein Fachverfahren überführt. Und das ist das Bearbeitungssystem, was wir dann nutzen, um die Anträge zu prüfen. Auch der Verwaltungsakt an sich ist digital. Bei der Überbrückungshilfe 2 so, dass er digital dem Steuerberater zugestellt werden soll, sodass es vielleicht für Sie als Unternehmer auch ganz wichtig ist, dass der Steuerberater Ihnen den Bescheid dann auch zur Verfügung stellt. Und wenn das passiert ist, dann erfolgt die Auszahlung. Wir sind, glaube ich, im Moment so, dass wir innerhalb von einer Woche die Auszahlungen vornehmen können, sodass das Geld dann auch schnell ankommt, wenn wir mit den Prüfungen vorankommen. Das Land ergänzt die Überbrückungshilfe 2 des Bundes mit den Vorgaben in den FAQs mit zwei Programmteilen. Einmal noch den Programmteil, die Erstattung der Personalkosten mit monatlichen Festbeträgen. Da ist es so, dass für jeden berücksichtigungsfähigen Monat, also September bis Dezember, die Vollzeitäquivalente gemeldet werden müssen. Das heißt, die Beschäftigten, die nicht oder der Beschäftigungsanteil, der nicht in Kurzarbeit, von Kurzarbeit betroffen ist. Und da ist es so, dass das Land 400 Euro pro Vollzeitäquivalent unterstützt bei einem Umsatzrückgang von 30 bis weniger 40%, 600 Euro von 40 bis weniger 50%, 700 Euro von 50 bis 70% und 1.000 Euro von mehr als Umsatzrückgang in dem jeweiligen Monat. Dieser Programmteil wird auch über das Bundessystem abgewickelt. Wenn der Steuerberater, der hat dort praktisch ein Ankreuzfeld, er sagt, ich habe, das Unternehmen hat Personalkosten, dann wird eine Pauschale vom Bund bezuschusst in Höhe von 20%. Die wird praktisch automatisch zu den berücksichtigungsfähigen Fixkosten dazugerechnet. Und zusätzlich gibt der Steuerberater die ermittelten Vollzeitäquivalente pro Monat an, auf die dann der Erstattungsbetrag aus dem Landesteil erfolgt. Das läuft über das Bundesland. Und der Programmteil des Landes zu den Tilgungsraten, da ist es so, dass wir ein Formblatt im Landesförderinstitut entwickelt haben. Dieses Formblatt ist auf unserer Homepage runterladbar. Das muss der Steuerberater ausfüllen. Da sind die Bedingungen so, dass mindestens ein Umsatzrückgang von 50% im betroffenen Monat sein muss und die Leasing- oder Tilgungsrate mehr als 100% der Fixkosten nach Ziffer 1 bis 10, das könnte man sich durchlesen, hoch sein muss, dass man in diese Leistungserstattung sozusagen oder die Erstattung der Fixkosten kommt. Und unsere Vorstellung ist, dieses Formblatt wird ausgefüllt, der Steuerberater lädt es im Bundessystem hoch. Damit haben wir die Angaben, die wir brauchen, um darüber zu entscheiden, wenn wir geprüft haben. Und dann ergeht für diesen Programmteil ein separater Bescheid, Bewilligungsbescheid, der dann an den Steuerberater versendet werden soll. Das wäre der Programmteil 2 zur Erstattung von Zinsen und Leasingraten. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wollten wir jetzt schon Fragen zulassen oder wollen wir die hinten anstellen? Wenn das eine Frage ist, die sich jetzt auf diesen Vortrag bezieht, würde ich sagen, wir machen jetzt die Fragen. Okay. Ja, gibt es Fragen? Also ich habe eine Frage aus dem Chat. Herr Heidel fragt nämlich, wie werden Unternehmen behandelt, die über unternehmerische Beteiligung verfügen, jedoch in unterschiedlichen Branchen tätig sind? Da bin ich überfragt. Also vielleicht schreiben Sie die Frage, wir nehmen ja Fragen mit jetzt auch, die sich ergeben. Die können wir dann im Nachhinein nochmal durchgehen und dann vielleicht über die IHK in Beantwortung bekommen. Ich habe die Frage dabei und wir werden die auf jeden Fall im Nachhinein beantworten. So machen wir das, oder? Genau.
Dann habe ich noch eine Frage aus dem Chat, wann das Formular zur Verfügung steht. Ich frage mich jetzt gerade, welches Formular? Das für die Steuerberater sicherlich, ne? Zum Unterlagen. Sie sagt, das ist schon drauf, habe ich so in Erinnerung. Genau, das Formular für die, also die Ergänzung der Überbrückungshilfe ist bereits auf der Internetseite des LFI unter dem Programm Überbrückungshilfe. Die Seite ist geteilt in die erste Phase und die zweite Phase. Muss man ein bisschen runterscrollen und dann findet man die Dokumente und Links zur zweiten Phase und da ist das Ergänzungsblatt dabei. Okay, dann haben wir die Frage beantwortet. Zum Unterstützungsprogramm haben wir noch eine Frage von Herrn Lange. Wie werden Unternehmen unterstützt? Für die, die Überbrückungshilfen nicht in Frage kommen, da sie keinen Steuerberater haben. Das ist eine Frage, die ich aufgeschrieben hatte, wird immer wieder gerne gestellt. Und vielleicht können Sie was dazu sagen. Ja, das hatte ich eben schon erwähnt. Wir kommen am Bundessystem nicht vorbei. Also das ist zwingend erforderlich, dass ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder ein vereidigter Buchprüfer oder Rechtsanwalt, das ist ja nochmal erweitert worden auf die Gruppe der Rechtsanwälte, dass darüber der Antrag im Bundessystem gestellt werden muss. Also an den prüfenden Dritten kommt man nicht vorbei. Wenn ein Antrag, wir haben das gehabt, wir haben einen schriftlichen Antrag ins LFI bekommen, den mussten wir ablehnen aufgrund der fehlenden Formvorschrift. Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, dass die Kosten für den prüfenden Dritten ja aber mit berücksichtigt werden bei den erstattungsfähigen Kosten, falls das der Grund ist, warum das Unternehmen sozusagen die Antragstellung über den prüfenden Dritten scheut. Ansonsten, wenn wir vom Zweck kommen, von der Finanzierung der laufenden betrieblichen Ausgaben, bliebe dann an der Stelle nur der Rückgriff auf das zweite Programm, das ich in dem Bereich angesprochen hatte, dann sprechen wir allerdings nicht mehr über Zuschüsse, sondern über rückzahlbare Zuwendungen im Rahmen der Liquiditätshilfe, wobei auch da ab einem Betrag von 20.000 Euro der Steuerberater einzubinden ist. Also da kommt es dann auf den Betrag an, ob das eine Möglichkeit sein kann, dann auszuweichen. Okay, das war eine klare Ansage. Ich glaube, das war eindeutig. Ich habe hier noch eine Frage. Entschuldigung. Gibt es inzwischen Möglichkeiten für Gründer? Wahrscheinlich bezieht sich die Frage eher auch darauf, wie jung darf das Unternehmen sein, das dann einen Antrag stellen darf? Ja, das Unternehmen muss grundsätzlich vor dem 1.4.2019, seitdem bestehen, vor dem 1.4. bis 31.10.2019 ist ebenfalls eine Antragstellung möglich, aber da würde ich nochmal verweisen auf die FAQs des Bundes. Da ist nochmal genau ausgeführt worden, wann die Gründung erfolgt sein muss. Gründungen nach dem 31.10.2019 sind von der Förderung ausgeschlossen. Genau. Die FAQs, die sind natürlich auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums jederzeit abrufbar, aber natürlich auch auf unserer Seite. Gut, wir haben im Moment keine Fragen mehr im Chat. Vielleicht sollten wir einfach mal dann zum nächsten Thema übergehen. Ja. Dann würde ich an Frau Peiser übergeben, die Liquiditätshilfe und dann auch die Neustartprämie vorstellt, vielleicht mit einer kurzen Pause für Fragen dazwischen. Ja, sehr gerne. Ja, also die GSA betreut, wie Frau Kottig schon gesagt hatte, im Rahmen des Winterstabilisierungspaketes zwei Programme. Das erste Programm, was ich Ihnen vorstellen möchte, läuft schon. Und zwar ist hier eine Antragstellung für die Neustartprämie schon seit dem 15.09.2019 möglich. Die Anträge können auf der Homepage der GSA heruntergeladen werden und auch online befüllt werden und werden über einen elektronischen Datensatz zur GSA geschickt. Und wir benötigen dann auch entsprechend einen original unterzeichneten Papierantrag. Die Neustartprämie wird für Unternehmen jeglicher Größe gewährt. Voraussetzung ist der Sitz oder die Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern, die entsprechend über eine Gewerbeanmeldung nachzuweisen ist. Gefördert werden oder die Billigkeitsleistung wird hier gewährt eben für Mitarbeiter, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die im besonderen Umfang von Kurzarbeit betroffen waren. Zunächst war oder die aktuelle Antragstellung ist noch möglich für den Zeitraum April bis September 2020.
wird aber jetzt in absehbarer Zeit dann erweitert bis auf einen Antragszeitraum zum 31.03.2021. Voraussetzung für die Gewährung dieser Billigkeitsleistung, die pro Mitarbeiter maximal 700 Euro betragen kann, ist, dass der betroffene Beschäftigte wieder einen vollen Monat mit einem Unternehmen gearbeitet hat. Dieser Monat muss zum Zeitpunkt der Antragstellung auch schon abgelaufen sein. In diesem Programm wird es als Wiederkehrmonat bezeichnet und die Antragstellung kann also erst nach Ende dieses Wiederkehrmonats erfolgen. Der maximale Betrag, der gewährt werden kann, sind 700 Euro, habe ich schon gesagt. Ja, das soweit zur Höhe der Förderung. Auch in diesem Programm ist im Rahmen der Antragstellung die Einbeziehung eines unabhängigen Dritten erforderlich. Das heißt, die Angaben, die im Antrag durch den Antragsteller getätigt werden, sind durch einen Dritten zu bestätigen. Das kann in diesem Bereich auch ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, ein Rechtsanwalt, ein vereidigter Buchprüfer sein oder aber auch das Lohnbüro generell die Abrechnung für das Unternehmen vornimmt. Unternehmen, die eine Leistung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragt haben, beantragen möchten oder es beabsichtigen zu beantragen, sind von der Billigkeitsleistung nach diesen Grundsätzen ausgeschlossen. Das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte zur Neustadtprämie. Gibt es hierzu Fragen, die ich Ihnen beantworten kann? Also, ich sehe mir jetzt keine Fragen im Chat. Wir können vielleicht noch eine Sekunde warten, aber ich denke, wir sollten vielleicht weitermachen, um möglichst viel Zeit zu sparen, die anderen Programme nochmal ausführlich zu besprechen. Gut, dann würde ich gleich übergehen zur Corona-Liquiditätshilfe Phase 2. Genau. Okay. Die Corona-Liquiditätshilfe 2 wird voraussichtlich zum Ende nächster Woche starten. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus, dass ab dem 5. November Anträge auf der Homepage der GSA entsprechend heruntergeladen werden können. Förderfähig sind hier kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. Voraussetzung ist Sitz und Betriebsstätte des Unternehmens in Mecklenburg-Vorpommern. Freiberufler, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende müssen im Vollerwerb tätig sein, um in den Genuss dieser Förderung zu kommen. Im Rahmen der Antragstellung ist die Liquiditätslücke, die besteht, durch eine entsprechende Liquiditätsplanung herzuleiten. Das heißt, der Antrag enthält einen Liquiditätsplan für den Zeitraum Oktober 2020 bis März 2021. Wo die wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen für das Unternehmen anzugeben sind. Dieses Formular rechnet selbst die entsprechende Liquiditätslücke aus, die dann im Formular ausweist, welcher Betrag maximal beantragt werden kann. Die maximal mögliche Förderung beträgt 200.000 Euro, aber das sagte Frau Kottich vorhin schon, das gilt für die Kumulation beider Programme. Also wenn eine Corona-Liquiditätshilfe schon für den Zeitraum April bis September beansprucht wurde, kann nur noch der verfügbare Restbetrag jetzt in der zweiten Förderung erfolgen. Allerdings würden wir hier natürlich vorfällige Rückzahlungen entsprechend berücksichtigen. Das heißt, wenn die ausgegebenen Darlehen schon zurückgezahlt wurden, kann da entsprechend eine Förderung auch wieder zu dem Betrag stattfinden. Auch hier ist es erforderlich, dass ein Steuerberater die Angaben des Unternehmens im Antrag bestätigt. Zusätzlich muss der Steuerberater bestätigen, dass das Unternehmen vor dem 31.12.2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Das muss der Steuerberater bestätigen. Und es ist außerdem erforderlich, dass wenn ein Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt werden kann, muss der Antragsteller hier nachweisen oder er muss angeben, ob ein Antrag gestellt wurde und wenn ja, in welcher Höhe. Oder er muss nachweisen, dass er die Antragsvoraussetzung für die Überbrückungshilfe nicht erfüllt.
Auch dies erfolgt in Form einer Negativbescheinigung durch einen Steuerberater. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende, oder? Ja, ich bin am Ende. Ja, ich kann natürlich noch ein paar Details erzählen, aber aus meiner Sicht sind das die wesentlichen Punkte. Im Großen und Ganzen wird die Liquiditätshilfe aus der Phase 1 analog fortgeführt. Das ist jetzt eben nur ein neuer Zeitraum. Und anstatt der Voraussetzung, dass die Corona-Soforthilfe beim LFI beantragt werden musste, ist es eben jetzt die Überbrückungshilfe. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Preiser. Wir haben Sie sehr gut gesehen. Schade, dass wir nicht sehen können, wer da zu uns spricht. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Im Moment sehe ich im Chat tatsächlich doch jetzt eine Frage. Wenn wir die gleich beantworten wollen, Herr Schlüter fragt nämlich, wie erfolgt die Verzinsung? Ja, das ist eine gute Frage. Die Verzinsung erfolgt analog zum Liquiditätsprogramm Phase 1. Das heißt, 20.000 Euro sind zinsfrei. Der darüber hinausgehende Betrag wird mit 3,69% per annum verzinst. Dabei ist aber das erste Jahr komplett zins- und tilgungsfrei. Das heißt, die ersten Tilgungsraten für dieses Darlehen werden nach Ablauf des ersten Jahres fällig. Die Zinsen sind endfällig zu zahlen, also nach Abschluss der Tilgung. Okay. Ich hätte da selber noch eine Frage. Sie hatten ja gesagt, mehr als oder der Betrag darf insgesamt kompensiert mit der Liquiditätshilfe 1 nicht den Betrag von 200.000 überschreiten. Das ist, denke ich mal, so kommuniziert worden. Das ist auch angekommen. Was passiert aber jetzt mit den Beträgen, die, wenn sich die wirtschaftliche Situation verbessert haben sollte, was passiert mit den Beträgen, die ich nicht mehr benötige? Sie können jederzeit eine vorfällige Rückzahlung vornehmen, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, wenn Sie das Geld nicht für den entsprechenden Zweck verwenden oder nicht benötigen, um Ihre Betriebskosten zu decken, können diese jederzeit zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung ist kostenfrei? Die ist kostenfrei. Gut, das muss nur angezeigt werden, dass Sie zurückzahlen möchten, damit wir Ihnen entsprechend das Kassenzeichen und die Bankverbindung zur Verfügung stellen können. Und dann können das in ganz kurzer Zeit abgewickelt werden. Das ist alles über E-Mail, gehe ich mal von aus. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch jetzt nicht verstanden. Die Kommunikation mit Ihnen erfolgt dann über E-Mail? Ja, ausreichend. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich hier auch eine Frage aus dem Chat sehe. Die Steuerberater, die da eingebunden werden, müssen auch schon die Steuerberater in diesem Falle bei dem bei der Überbrückungshilfe 2, sind das ja Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, begeben die sich, wenn sie bei diesem Programm eingebunden werden, in irgendeiner Form mit in eine Haftung? Das ist eine Frage, die ich nicht abschließend beurteilen kann. Er soll ja nur bestätigen, in Anführungsstrichen, dass die Angaben, die dort gemacht wurden, entsprechend korrekt sind. Es ist natürlich so, dass wir hier eine Planungsrechnung uns ansehen und die muss weitestgehend natürlich plausibel sein. Also auch wir gucken uns die nochmal an und gucken, wie sich da die Betriebskosten entwickeln, wie entwickeln sich die Umsätze. Viele Dinge sind natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der neuen Schließung einiger Dinge im November immer schwer vorhersehbar. Also diese Fragestellung hatten wir auch im anderen Programm. Wann sollen wir dann wieder mit Umsätzen rechnen? Das können wir natürlich auch nicht sagen, ne? Insofern ist es natürlich berücksichtigt, dass es immer eine Planungsrechnung ist. Wichtig sind die Bestätigungen, die der Besteuerberater gibt, was das Unternehmen in Schwierigkeiten betrifft. Und aus unserer Sicht sollte der Steuerberater hier in der Lage sein, das auch abschließend zu beurteilen. Dankeschön. Dann habe ich hier selber noch eine Frage von einem Unternehmer, der mich gestern darauf hingewiesen hat. Ist es zwingend erforderlich, wenn ich die Liquiditätshilfe beantragen will, muss ich die Überbrückungshilfe vorher in Anspruch genommen haben?
Müssen Sie nicht, weil wenn, also wenn Sie antragsfähig wären, das heißt, es ist absehbar, dass Sie einen Antrag stellen können und auch von dieser Förderung partizipieren können, ist es erforderlich auch, dass Sie es beantragen. Wenn Sie nicht antragsfähig sind, und das ist vorher ersichtlich, brauchen wir eine entsprechende Bescheinigung eines Steuerberaters, der eben bestätigt, dass das geprüft wurde und dass Sie die Antragsvoraussetzungen nicht erfüllen. Was passiert mit den Unternehmen, die im Nebenerwerb unterwegs sind? Werden die berücksichtigt? Nein, die sind in diesem Programm nicht förderfähig. Hier sind nur Unternehmer förderfähig, die im Vollerwerb. Und wie meinen Sie? Mhm. Die gemeinnützigen Unternehmen, werden die berücksichtigt? Die werden auch berücksichtigt, ja. Ah, okay. Dann habe ich jetzt eine Frage wieder aus dem Chat von Herrn Krapp. Herzlichen Dank, Herr Krapp. Welches Hilfsprogramm ist geeignet für Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft? Ja, die Frage übernehme ich mal. Weg hier. Die Programme, die wir Ihnen vorstellen, die wir bis eben vorgestellt haben, die sind branchenoffen. Das heißt also, es gibt keine branchenbezogenen Beschränkungen. Das heißt, Überbrückungshilfe, auch die Liquiditätshilfe, die Frau Peiser gerade vorgestellt hat, die sind branchenoffen. Das heißt also, Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft können da genauso von profitieren wie alle anderen Unternehmen jeglicher Branche auch. Vielleicht ergänzend dazu, ist es ja durch das Programm für die Veranstaltungswirtschaft, wo wir versuchen, Anreize zu setzen oder zumindest das Risiko zu mindern, Veranstaltungsplanungen wieder vorzunehmen, eine indirekte Unterstützung ja auch für die Dienstleistungsbranche, die in dem Bereich tätig ist, die natürlich davon profitiert, dass diese Veranstaltungen geplant werden und damit auch durchgeführt werden, wenn das Pandemiegeschehen es dann zulässt. Ich denke, die Frage ist beantwortet. Herr Krapp, jetzt gehen wir zur nächsten Chatfrage. Frau Rocke-Kuhnle hat sich gemeldet über den Chat und fragt an, ob es überhaupt eine Hilfe für Unternehmen, die im Nebenerwerb tätig sind, existiert. Also meines Erachtens war die Corona-Soforthilfe für Unternehmen im Nebenerwerb möglich, soweit ein ein Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Für die Programme, die zurzeit von der GSA bewirtschaftet werden, wüsste ich nicht, wo ein Nebenerwerb möglich wäre. Ist Ihnen was bekannt, Herr Beck? Ja. Bei der Überbrückungshilfe, Frau, ich auch nicht, ne? Nee. Nein, also die aktuellen einschlägigen Programme, die stützen sich tatsächlich unter den Vollerwerb. Das war bei der Soforthilfe damals noch ein bisschen anders. Da konnte der Nebenerwerb, wenn er denn mit Beschäftigten einhergeht und mindestens ein weiterer Beschäftigter dabei war, im Nebenerwerb auch Berücksichtigung finden. Das ist mit dem Auslaufen der Soforthilfe aber nicht weitergeführt worden. Ja, herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Ich denke, das ist der Herr Heidel, der die Frage stellt. Ist der Unternehmerlohn ein Bestandteil der betrieblichen Fixkosten innerhalb der Förderprogramme? Nein, die Frage können und müssen wir an der Stelle ganz klar verneinen. Der Unternehmerlohn ist kein Bestandteil der Fixkosten, wie sie der Bund definiert hat. Vielleicht kann ich ergänzend dazu sagen, also im Bereich der Liquiditätshilfe ist es so, dass wir bei Personengesellschaften, also GBRs, OHGs, eine Privatentnahme im Liquiditätsplan berücksichtigen. Die ist allerdings nicht sonderlich hoch. Das sind 500 Euro pro Monat je persönlich haftendem Gesellschafter. Herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Ich höre nichts weiter. Insofern würde ich gerne weitermachen mit dem nächsten Programmteil.
Das wäre dann Herr Müller vom LFI. Du kannst weitergehen. Starten wir dann mit dem nächsten Programmteil mit der Stabilisierungsprogramm. Betrifft also Unterstützungsprogramm für das Beherbergungsgewerbe. Grundsätzlich vorweg gesagt, dieses Unterstützungsprogramm ist schon im Sommer diesen Jahres eingelaufen. Und das Mikro vielleicht rüberstellen, ich glaube, dann sind Sie noch besser zu verstehen. Wir rücken die Stühle. Und ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen. Danke. Das ist eine Live-Sendung. Ich hoffe, das Mikrofon ist in Ordnung. Wir hoffen. Gut, ich hoffe, ich bin dann jetzt besser zu verstehen. So gut verstehen. Zu verstehen. Danke. Okay, dann wiederhole ich nochmal kurzer Einstieg. Also das Unterstützungsprogramm ist bereits im Sommer diesen Jahres angelaufen. Insoweit haben wir auch schon eine Reihe von Anträgen und sehr viele Anfragen. Und im Rahmen des Winterstabilisierungsprogramms ist entgegen der bisherigen Terminsetzung 30.11. nochmal eine Verlängerung eingetreten. Das heißt, es sind dann in diesem Programm vollständige Anträge und Antragsunterlagen bis zum 31. März nächsten Jahres dem Landesförderinstitut vorzulegen. Inhaltlich muss man dazu sagen, Basis und Grundlage für die Anträge ist die Förderrichtlinie der GRW. Das grundsätzliche Regelwerk und das Modernisierungsprogramm ist dort im Wesentlichen angedockt. Das heißt, die Grundlagen der GRW werden dort inhaltlich auch zur Anwendung kommen. Ergänzend oder erweitert wurde eben dann das Modernisierungsprogramm mit der Möglichkeit, kleinen, mittleren und großen Unternehmen Förderungen auszureichen bis zu einem Höchstbetrag von 800.000 Euro. Diese 800.000 Euro stellen auch einen Deckel dar im Rahmen der Kleinbeihilfenregelung. Insoweit sind andere Kleinbeihilfen entsprechend mit zu berücksichtigen. Dazu zählt beispielsweise auch die Soforthilfe. Das dazu gesagt. Was fällt unter das Modernisierungsprogramm? Im Wesentlichen sind es drei Säulen. Frau Kottig hatte das schon grundsätzlich ausgeführt. Das eine ist eine Qualitätssteigerung in der Betriebsstätte. Das heißt also eine deutliche Aufwertung der Qualität, des Qualitätsstandards in der Betriebsstätte. Das zweite, eine Verbesserung der Angebote in der Betriebsstätte. Und das dritte sind energetische Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die sehr vielfältig sein können. Das sind so die wesentlichen Dinge. Wer es begünstigt? Es sind Beherbergungsbetriebe begünstigt, klassische Hotels, Pensionen und Campingplätze. Nicht begünstigt werden in dem Programm Unternehmen, die Ferienwohnungen und Ferienhäuser betreiben, und nicht begünstigt sind auch zusätzliche Maßnahmen zur Schaffung zusätzlichen Bettenkapazitäten. Das sind so die groben Voraussetzungen. Ich glaube, das ist der Rahmen, das reicht vielleicht zunächst. Im Detail haben wir das auf unserer Homepage im Landesförderinstitut auch eingestellt. Wir haben auf unserer Homepage auch zunächst oder extra einen Blog im Rahmen der GRW-Gewerbe eingerichtet für Beherbergen, für Modernisierungsmaßnahmen, für Beherbergung, sodass hier auch detailliert die Antragsunterlagen heruntergezogen werden können. Und weitere Anfragen und Hinweise geben wir herzlich gerne. Ansprechpartner sind auf unserer Homepage auch benannt. Vielleicht reicht das zunächst erstmal. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Ich habe aber gleich mal eine Frage. Die Konditionen für dieses Programm sind ja im Vergleich zu dem normalen GRW-Programm attraktiv.
Wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin bereits das normale GRB-Programm beantragt hat, darf er zum anderen Programm wechseln? Gibt es da eine Möglichkeit, zu den attraktiveren Konditionen zu wechseln? Also grundsätzlich ist das möglich, unter der Voraussetzung, dass das Modernisierungskonzept nochmal sehr auch aufgestellt wird und mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde. Dann müsste der bestehende Antrag zurückgenommen werden und ein neuer Antrag rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei uns eingereicht werden. Okay. Ja, danke schön. Ich sehe, im Chat ist einiges los, aber ich sehe keine Frage. Insofern kann ich Ihnen gar keine Frage stellen. Offensichtlich sind die Informationen ausreichend gewesen, die Sie hatten. Oder wenn Sie eine Frage haben, von der Sie denken, oh, das sind jetzt drei oder vier Sätze, ich möchte nicht tippen, machen Sie Ihr Mikro kurz an. Sprechen Sie auch gern rein. Wir warten einen Augenblick. Aber es sieht so aus oder es hört sich so an, als wenn tatsächlich die Informationen ausreichend waren. Alle zufrieden sind. Ja. Vielen Dank, Herr Müller. Wie machen wir weiter? Gut, offen ist sozusagen der Programmteil 5. Das ist die Veranstaltungswirtschaft. Dazu hatte ich vorhin schon etwas länger ausgeführt. Jetzt weiß ich nicht. Herr Müller versucht zu flüchten. ob das vorhin vielleicht ein bisschen schnell ging oder durcheinander war. Also wir haben eben diese vier Programmbestandteile. Das erste, da gehe ich vielleicht nochmal drauf ein, ist die Sicherung der Traditionsveranstaltungen. Da stehen im Fokus, das ist wahrscheinlich ganz spannend, Volksfeste und Märkte im Sinne der Gewerbeordnung, die überregionale Bedeutung haben und seit mehr als 20 Jahren stattfinden. Und zu diesem Programm haben wir, Herr Hüchert, das wissen Sie sehr gut, eine Positivliste abgestimmt mit Branchenvertretern und den Industrie- und Handelskammern und haben hier 45 Veranstaltungen zunächst identifiziert. Es geht darum, dass die Vorleistungen, die die Veranstalter hier eben erbringen müssen für die Konzeption, Planung dieser Veranstaltung, dass die, wenn die Veranstaltung dann pandemiebedingt abgesagt werden muss, eben zu 95% erstattet wird. Es sind umfasst Veranstaltungen mit Veranstaltungsterminen bis zum 30.09.21. Der Antrag ist zu stellen innerhalb von 2 Wochen nach Absage der Veranstaltung. Die Antragsfrist endet am 30.09.21. Das Landesförderinstitut arbeitet zusammen mit uns mit Hochdruck an der Umsetzung. Die entsprechenden Antragsformulare stehen voraussichtlich nächste Woche dann bereit, können runtergeladen werden, auch mit zusätzlichen Informationen noch zum Programm. Ich denke, das ist einfach angesichts der aktuellen Lage ein ganz spannender Programmteil, der wahrscheinlich viele Nachfragen hat. Wenn wir dann bei den Veranstaltungen sind, sind wir eben auch bei den Live-Veranstaltungen, den Live-Spielstätten oder in den Diskotheken und Tanzlokalen. Hier sind vom Programm umfasst Veranstaltungen mit Terminen vom 22. September bis 31. März nächsten Jahres. Gleiches Prinzip. Der Antrag ist zu stellen innerhalb von 2 Wochen nach dem Veranstaltungstermin. Die Antragsfrist endet am 31. März des nächsten Jahres. Bei der durchgeführten Veranstaltung werden erstattet 65% der veranstaltungsbedingten Sachausgaben. Frau Kottig, immer vorher vor Antragstellung. Okay. Da hat Frau Mark mich gerade korrigiert. Bei durchgeführten Veranstaltungen ist grundsätzlich der Antrag im Vorhinein zu stellen. Dankeschön. Ja. Das waren vielleicht an der Stelle die aktuell spannendsten Programmteile dazu. Danke, Frau Kottig. Ich habe auch schon. Vielen Dank für den Hinweis. Die Förderung ist begrenzt in dem Fall auf 4.000 Euro pro Veranstaltung, maximal 15.000 Euro pro Monat. Das heißt, hier gibt es Höchstbeträge, die hier zur Anwendung kommen. Ja, danke schön, Frau Kottig. Ich habe hier doch schon ein paar Fragen wieder aus dem Chat. Herr Witt, mein Kollege aus Schwerin, fragt an, kennen die betreffenden Unternehmen, Veranstalter die Liste?
Na, sie ist veröffentlicht. Sie ist jetzt nicht mit den Veranstaltern durchgesprochen, sondern sie ist im Rahmen des Winterstabilisierungsprogramms veröffentlicht. Die ist auf der Seite des Wirtschaftsministeriums abrufbar. Auf der Seite des Wirtschaftsministeriums, genau. Ich denke, die Kammern stellen sie auch bereit, das Winterstabilisierungsprogramm zum Download, die Broschüre, die dazu erstellt worden ist, da ist sie enthalten. Das Landesförderinstitut wird sie mit veröffentlichen im Rahmen der Programminformationen, sodass das gut zugänglich sein sollte. Genau. Also die Broschüre muss ich mal ein positives Resümee ziehen, das ist sehr übersichtlich aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass sie sehr verständlich ist und dass da viele Fragen schon beantwortet werden. Gut, ich habe hier noch eine Frage. Und zwar ist das Frau Döring. Sie möchte gerne das Mikrofon benutzen. Insofern, Frau Döring, öffnen Sie bitte Ihr Mikrofon und stellen Sie ganz einfach Ihre beiden Fragen. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Super. Also ich habe zwei Fragen zum Thema Traditionsveranstaltungen. Die erste ist, ich habe in dem Programm den Satz, die Ausgaben müssen zu einem Zeitpunkt begründet worden sein, zu dem davon ausgegangen werden konnte, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Jetzt ist es ja so, dass Großveranstaltungen bis mindestens 31.12. nicht erlaubt sind. Kann ich zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, ich kümmere mich um die Warnemünder Woche, kann ich zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass im nächsten Juli die Warnemünder Woche stattfinden kann? Oder muss ich zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass sie nicht stattfinden kann? Ja, Frau Düring, vielen Dank für die Frage. Zeigt, dass Sie das schon sehr aufmerksam gelesen haben. In der Tat, bei den Volksfesten ist das aktuell noch rechtlich aufgrund der Corona-Verordnung der Landesregierung so, dass sie derzeit nicht erlaubt sind. Aber wir gehen davon aus, dass gerade die großen Volksfeste, die dann für den Sommer nächsten Jahres geplant werden, dass die bis dahin wieder rechtlich zulässig sein werden, sodass für die Spezialität der Volksfeste heute für die Programmatik, die wir aufgelegt haben, davon ausgegangen werden kann, dass diese Volksfeste dann durchführbar sein werden, sodass die veranstaltungsbedingten Vorlaufkosten, die sie jetzt auslösen, mit in die förderfähigen Kosten kommen für den hoffentlich nicht eintretenden Fall, dass aufgrund von Verschärfungen der Corona-Regelung im nächsten Jahr dann vielleicht doch eine Absage erteilt werden muss. Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussage. Und die zweite Frage ist, wenn ich direkt weitermachen darf, im konkreten Fall der Warnemünder Woche ist es so, dass die aus vielen einzelnen Veranstaltungsteilen besteht, die alle wiederum einen einzelnen Veranstalter haben, also das Drachenbootrennen, das Sommerfest, die Segelwettbewerbe. Ist es, wenn dann, wir hoffen ja nicht, dass wir das in Anspruch nehmen müssen, aber wenn wir davon Gebrauch machen wollen, muss ein gemeinsamer Antrag für die Warnemünder Woche eingereicht werden oder macht das jede einzelne Organisation, die sozusagen einen Bestandteil der Warnemünder Woche organisiert? Ja, Frau Düring, auch für diese Frage sehr herzlichen Dank. Sie zeigt, dass wir mit diesem neuen Programm, die wir gerade auflegen, ein Learning by Doing vollziehen werden müssen. Ich kann Ihnen diese Frage aktuell in der Tat nicht beantworten, freue mich aber, dass Sie sie gestellt haben, weil sie uns zeigt, dass wir noch viele Punkte wahrscheinlich auch im laufenden Prozess noch erfahren werden, die zu klären sind. Insofern vielen Dank für die Frage. Wir nehmen das mit und werden uns dazu eine Meinung bilden. Und wenn Sie mir eine E-Mail-Adresse hinterlassen oder mir eine Nachricht schreiben, dann kann ich da dann in den nächsten Tagen hoffentlich auch zeitnah darauf antworten. Alles klar, danke. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Herr Schlüter hatte noch eine Frage. Ich hatte Ihnen zwar über den Chat gebeten, die Frage zu konkretisieren, aber vielleicht stelle ich sie Ihnen einfach mal. Wird die Soforthilfe von der maximalen Förderhöhe abgezogen? Da sprechen Sie die Kleinbeihilfenregelung an wahrscheinlich. Ich kann mir das auch so vorstellen, aber wie gesagt, Herr Schlüter hat die Frage momentan nicht konkretisiert. Herr Schlüter, vielleicht können Sie das Mikrofon anschalten und die Frage vielleicht einfach mal mündlich stellen. Ja, also die Kleinen. Die Kleinbeihilfen. Da.
Hat sich das dann... Darum geht es eigentlich. Wenn man die Soforthilfe bekommen hat, ob dann das von den 800.000 maximale Höhe abgezogen werden muss. Okay. Ja, das ist in der Tat so. Die Bundeskleinbeihilfenregelung, die auf den entsprechenden europarechtlichen, beihilferechtlichen Vorgaben für die Bewältigung der Corona-Krise fußt, regelt, dass die Summe der Corona-bedingten Unterstützungen, egal in welcher Form, sei es Darlehen, sei es Zuschüsse, zum Nennwert in die Berechnung einfließen und in der Summe 800.000 Euro nicht überschreiten dürfen. Und insofern, ja, die Soforthilfe wird da schon auf dieses Konto der 800.000 Euro pro Unternehmen anzurechnen sein. Okay. Also, Frau Döring hat jetzt noch ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Frau Döring, wir werden die E-Mail-Adresse notieren und die dem Wirtschaftsministerium zur Verfügung stellen. So, wir haben es 17.07 Uhr. Wir haben keine weiteren Fragen mehr im Chat. Ich warte noch einen Augenblick, ob möglicherweise da noch ein Handzeichen kommt, ob noch eine Frage reingeschneit kommt. Im Moment sieht es nicht so aus. Ich denke, die Informationen waren so gut, dass eben alle Fragen offensichtlich beantwortet sind. Wir haben eine Frage mitgenommen, die werden wir dann im Nachhinein weiterreichen. Insofern ist hier nichts vergessen. Ja. In der Tat bleibt mir nichts weiter übrig, als mich bei allen Teilnehmern zu bedanken. Es sei denn, Herr Beck, Frau Kottig und die Kolleginnen und Kollegen, Sie haben noch was hinzuzufügen. Also inhaltlich nicht. Wir bedanken uns auch für die Möglichkeit, hier die Programmlandschaft nochmal einem größeren Kreis von Interessierten vorstellen zu können. Und schöne Grüße nach Neubrandenburg. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die richte ich gerne aus. Und ich bedanke mich für das Zuhören, für das Zuschauen bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern, bei den Kolleginnen und Kollegen in den Kammern. Und vor allen Dingen gilt mein Dank Ihnen, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Denn ich glaube, jeder kann sich vorstellen, Herr Beck und auch die Kolleginnen und Kollegen im Wirtschaftsministerium, in der GSA und im Landesförderinstitut, dass Sie jetzt jede Menge zu tun haben und zu wirbeln haben, um die ganzen Programme zu ordnen, zu sortieren, Fragen zu beantworten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dabei gewesen zu sein und sich hier den Fragen gestellt haben, dass Sie uns die Programme vorgestellt haben. Ich denke, das war eine gute und runde Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Schwerin. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut, wenn es denn soweit ist, ins Wochenende. Vielen Dank, Herr Hechert. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.